Schönen guten Morgen zusammen. Ich hoffe, Sie hatten alle eine gute, erholsame Nacht, dass wir heute wieder voll Energie in den letzten Plenartag starten können. Ich habe überlegt, womit können wir Ihnen eine Freude machen, so am letzten Plenartag. Das geht ja nur mit Fußball, deswegen verkünde ich heute auch mal ein Fußballergebnis. Und zwar haben die Eintracht-Frauen im Achtelfinale des DFB-Pokals 4:0 gegen RB Leipzig gewonnen. Gut, dann sind jetzt alle gut gelaunt und wir können mit Ernsthaftigkeit in die Tagesordnung steigen. Ich eröffne die 63. Plenarsitzung des Hessischen Landtags und stelle die Beschlussfähigkeit fest. Noch eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein dringlicher Antrag der Fraktion der SPD und der Freien Demokraten betreffend nächster Corona-Gipfel. Ministerpräsident muss Stellung nehmen. Drucksache 20/4271. Wird die Dringlichkeit bejaht? Das ist der Fall. Damit wird dieser dringliche Antrag Punkt 90 der Tagesordnung. Wann soll der aufgerufen werden? Knöpfchen drücken mal ganz kurz. Ja, guten Morgen, Frau Präsidentin. Normalerweise würde man diesen Tagesordnungspunkt erst am Ende der Tagesordnung aufrufen, aber der Ministerpräsident ist ja da und kann jederzeit das Wort ergreifen. Von daher würden wir das jetzt dem Ministerpräsidenten durchaus überlassen, wann er am heutigen Tag denn das Wort ergreift. Gut, ich habe noch weitere Meldungen zur Geschäftsordnung. Einmal Herr Frömmrich. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Der Morgen fängt ja gut an. Ich glaube, wenn Informationsbedarf gegeben ist von Seiten der Oppositionsfraktionen, der Ministerpräsident wird das, glaube ich, gleich vorne weg machen. Dann haben wir darüber geredet und dann ist es auch gut so. Herr Bolino, wollten Sie noch mal kurz aufs Knöpfchen drücken? Wo ist er denn? Meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Kollege Frömmrich hat sich bereits geäußert. Wir schlagen vor und beantragen dies auch, dass wir das gleich beraten und dass wir dies kombinieren und mit dem Punkt 78, dritte Lesung unseres Gesetzes zum Erlass infektionsschützender Maßnahmen. Punkt. Gut, wenn da alle mit einem. Nein, Herr Günther Rudolph. Knöpfchen drücken. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, in der Tat hätte man ja selber auf die Idee kommen können von Seiten der Regierung, aber gut, geschenkt, wer wird so kleinlich sein, macht es halt die Opposition. Normalerweise hat der Top 78, da geht es um klassische Parlamentsrechte, nichts mit einer Regierungserklärung zu tun, aber ich denke, aus zeitökonomischen Gründen und aus Gründen auch des allgemeinen Gesundheitsbefindens erklären wir uns damit einverstanden, obwohl es inhaltlich deutlich zu trennen wäre. CDU und Grüne machen das nicht, wir an sich schon, aber wir sind damit einverstanden. Gut, wunderbar. Ich würde aber trotzdem erstmal die Formalien erledigen. Das dauert noch 2 Minuten, dann können Sie noch ein bisschen Luft holen. Die Fraktion der Freien Demokraten hat mitgeteilt, dass folgende Anträge der Fraktion zur abschließenden Beratung in die Fachausschüsse überwiesen werden. Top 33, Planung und Bau des Fernbahntunnels unterstützen, städtebauliches Konzept vorbereiten, Öffentlichkeit aktiv informieren, Drucksache 20/2362, abschließend in den WVA. Top 41, Umgang mit Sammlungsgütern aus kolonialen Kontexten, Drucksache 20/2772, abschließend in den WKA. Top 46, Gedenkstätte Hadamar unterstützen, gemeinsame Verantwortung wahrnehmen, Drucksache 20/3559, abschließend in den WKA. Top 51, Justiz zukunftsfit machen, Bild, bisschen mehr Ruhe. Justiz zukunftsfit machen, Bild- und Tonübertragung an Zivil- und Verwaltungsgerichten, Drucksache 20/3932, abschließend in den RTA. Also bitte auch nicht hier auf der Bank nebenan. Top 56, HIV-Diskriminierung, Drucksache 20/4192, abschließend in den SIA. Zum Ablauf der Sitzung. Wir tagen heute bis zur Erledigung der Gesetzeslesung. Nach dem vorliegenden Ablaufplan wird Sitzungsende gegen 15 Uhr sein. Wir stimmen am Ende der Sitzung gebündelt über die Gesetzentwürfe, die zur Abstimmung stehenden Initiativen ab. Wir beginnen im Anschluss, also nach der Erklärung des Ministerpräsidenten, nach den Mitteilungen hier mit den zweiten Lesungen von Gesetzentwürfen. Entschuldigt fehlen heute ganztägig die Abgeordnete Kaya Kinkel, Bündnis 90 Die Grünen, der Abgeordnete Kaffenberger, SPD, die Abgeordnete Hartmann, SPD, der Abgeordnete Lotz, SPD, der Abgeordnete Boldorf, AfD, die Abgeordnete Waschke, SPD, die Abgeordnete Arnold, CDU, der Abgeordnete Feilmann, CDU. Gibt es weitere Entschuldigungen? Das ist nicht der Fall. Dann immer noch Geburtstag hat der Abgeordnete Michael Müller, aber ich glaube, der Wein ist schon getrunken.
Wir feiern aber trotzdem noch weiter mit ihm heute ohne Alkohol.